Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo liebe Zuhörer, inzwischen sind wieder 2 Wochen vergangen und ich bin dieses Mal wieder in Österreich gelandet. Dieses Mal aber nicht in Burgenland am Neusiedler See, sondern im Kamptal. Und zwar in Langenlois. Ich war gestern schon in der Gegend und habe mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann nutze ich die Gelegenheit und schaue bei einem ganz tollen Weingut vorbei. Das ist das Weingut Hiedler. Und gegenüber von mir sitzt der Spross der 5. Generation, Dietmar Hiedler. Hallo Dietmar. Hallo, servus Daniel. Dietmar, vielleicht wärst du kurz so nett und würdest dich einfach für die Gäste vorstellen, die dich noch nicht kennen. Ja, gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Dietmar Hiedler. Ich bin der Sohn von Ludwig Hiedler und Marie Angeles. Ich habe noch 2 Geschwister, den Ludwig Junior und die Angeles. Die Angeles wohnt allerdings in München. Das heißt, die hat nicht viel mit Wein zu tun. Also sie trinkt ihn gern. Mein Bruder und ich, wir werden das dann quasi das Ganze in der 5. Generation weiterführen. Ich bin 24 Jahre alt, habe jetzt nicht den klassischen Weg gewählt, quasi, den man als Winzer normalerweise wählt. Ich habe Tourismusschule gemacht, das heißt, ich bin gelernter Koch, Kellner eigentlich und war dann allerdings in Wien für 4 Jahre und habe mein Wirtschaftsstudium gemacht und habe mir während dem Wirtschaftsstudium gedacht, dass die Weinbranche ist eigentlich eine ziemlich coole Branche und ich sollte unbedingt wieder zurück und habe mich dann vor 3 Jahren entschieden, dass ich das Ganze mit meinem Bruder weitermache und da sind wir mit Vollblut dabei und schauen mal, wohin uns der Weg führt. Hat dein Bruder gleich diesen Weinweg eingeschlagen oder war der zuerst auch? Ja, also mein Bruder war schon immer der das Weingut fix übernimmt. Ich war so ein bisschen ein Rebell, wie du das nennen willst. Ich habe mir halt gedacht, ja, ich will mal was anderes ausprobieren, was anderes sehen und habe mir gedacht, ich werde mal in die Immobilienbranche in Wien reinschnuppern. Habe das auch gemacht, vor dem Studium sogar noch, nach dem Bundesheer. Und das habe ich für 6 Monate gemacht und ja, es war jetzt kein kompletter Fehlschuss, aber es fehlte einfach die Connections und es war auch nicht so die pure Begeisterung da. Und dann habe ich aufgehört nach circa einem halben Jahr und eben mit dem Studium angefangen und da ist dann bei mir immer lauter geworden, ja, hey, die Weinbranche ist wirklich leiwand, die Leute sind super nett, du kommst herum, du bist einmal im Keller, einmal im Weingarten, im Büro, du kannst wirklich um die Welt reisen, wirklich tolle Sachen sehen. Und hab mir halt gedacht, dass das... Hast du den Burgunder herum, Maximum? Kein Problem, das können wir auszuschneiden. Ah, Papa. Ich kann auch gerne ein paar Worte sagen. Ja. Passt, das war mein Vater. Ja, und hab mal halt gedacht, steigst mit ein. Und das zusammen mit meinem Bruder und zu zweit. Ich glaube, wir sind gerade in einer Größe auch, wo das super passt. Wollen noch ein bisschen wachsen und das haut schon so hin. Ja, ihr habt ja noch einiges vor in der Zukunft. Genau. Wir haben schon einige Projekte. Ein Projekt wäre eben, die Sektproduktion wollen wir starten. Unbedingt. Erstens, Österreich ist Sektland, eindeutig. Wir haben das Know-how in Österreich, um wirklich hochqualitativen Sekt zu produzieren. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und überhaupt Langenlois, denke ich, ist auch Österreichs mitunter Sekt-Hochburg. Mhm. Die Begeisterung fürs Produkt ist sowieso da, also wieso nicht? Jawohl. Und ja, eben ein zweites Projekt wäre
das heurigen Restaurantprojekt, also in die Gastroschiene noch ein bisschen reinschnuppern. Wir sind ja vorhin durch das Kellergewölbe gegangen, durch den alten Teil des Weinguts. Und da hast du mir eben gezeigt, dass damals auch schon einen heurigen bei euch gegeben hat. Und das willst du jetzt wieder aufleben lassen. Genau, das, also es war so, mein Opa hat das alte Presshaus, ja, Prost übrigens. Prost. Der Dietmar hat ein paar Weine aufgestellt und wundert dich nicht, lieber Zuhörer, wenn wir hier zwischendrin ein bisschen verkosten. Der Dietmar, der wird dann auch immer wieder ein bisschen was zu den Weinen sagen und die vorstellen. Vielleicht willst du kurz zu dem Wein was sagen, bevor wir weiter auf den heurigen kommen. Wir haben gerade im Glas einen grünen Veltliner von der Ried Thal 2017. Thal ist für unser Weingut eigentlich so eine mitunter der wichtigsten Lagen, weil es einfach ewig schon im Familienbesitz ist. Seit 1856 bewirtschaften wir. Diese Lage ist, die ist quasi mit dem Urgroßvater in Familienbesitz gekommen. Und seitdem bewirtschaften wir die Lage. Ist eine sehr schöne Lösslehmlage im Süden von Langenlois. Terrassiert, weitflächig, groß. Mhm. Wir haben gerade so eine Karte da vielleicht. Also auch wenn es der Zuhörer nicht sehen kann gerade, aber ich packe auf jeden Fall die Karte, wenn das geht, in die Shownotes. Habt ihr das digital? Haben wir digital, genau. Dann packe ich das in die Shownotes, dann kann das der Zuhörer dann auch Nummer anschauen. 20 wäre das? Das ist die Nummer 20, genau. Dann kann sich der Zuhörer darunter auch ein Bild machen mit der Geografie, wo die Lagen dann entsprechend sind. Genau, also da stehen, das sind sehr fettige Löss-Lehmböden, wie gesagt sehr weitläufig, und da stehen unsere grünen Veltliner oben oder Teil unseres grünen Veltliners und Chardonnay. Eigentlich eine sehr schöne Lage. Ja, und man merkt schon, wenn man den Wein dann am Gaumen hat. Genau, man merkt überhaupt bei unserem Weinstil, wenn wir schon beim ersten Wein sind, das ist ein bisschen erklärt, dass das ein bisschen anders ist, als viele Kollegen das machen. Wir arbeiten sehr viel mit Spontanvergärung und BSA, also biologischen Säureabbau. Apfelsäure wird umgewandelt in Milchsäure. Ja, die ist ja manchmal ein bisschen spitz, die Apfelsäure. Genau, genau. Und dadurch wirken unsere Weine sehr, sehr rund, sehr buttrig, ein bisschen schmelzig, cremig. Und das haben wir eben schon schön beim grünen Veltliner Thal. Gehört jetzt noch zu unserem Einstiegsgrünen Veltlinern, ist allerdings eine erste Lage. Wir schreiben es nicht drauf, weil das Gesetz sagt eben, erste Lagen dürfen erst im September verkauft werden und wir brauchen den Wein jetzt einfach schon früher, also über den Sommer. Und deswegen wird es bei uns als nicht erste Lage verkauft, ist allerdings eine erste Lage, das heißt eine Top-Lage. Und man hat die klare Lagenklassifikation Ried, was im Endeffekt aussagt, dass das wirklich die Lage Thal ist, oder? Genau, seit 2016 gibt es da ein Weingesetz dazu, was die Lagen quasi, soll konsumentenfreundlicher werden, das Ganze. Es gibt halt schon sehr viele Fantasienamen am Markt und oftmals kann man nicht oder konnte der Konsument nicht erkennen, ja, ist das jetzt eine Lage oder ist das jetzt irgendein Marketing-Gag. Und damit steuert man eben entgegen. Ich finde das eigentlich gut. Ich finde, es trägt auch ein bisschen zur österreichischen Weinkultur bei, weil Ried gibt es eigentlich nur in Österreich. Ich glaube, in Deutschland gibt es das gar nicht. Gell? Viele Fragen und wir erklären es und dann passt es auch so. Ja, wir hatten vorhin das Thema schon mal kurz angeschnitten, als wir durch den Weinkeller gegangen sind, mit dem Weinskandal damals in Österreich, und da hast du etwas ganz Interessantes gesagt, das hier jetzt sehr gut passt. Genau, Weinskandal in Österreich 1985 war das. War keine rosige Zeit, würde ich sagen, für den österreichischen Wein. Erst einmal, ja, die Exporte sind quasi innerhalb eines Jahres auf Null gegangen. Österreichischer Wein, der Ruf, den sich der österreichische Wein mit aufgebaut hat, es war eigentlich kein schlechter Ruf, der wurde innerhalb eines Jahres quasi zerstört. Also innerhalb eines Jahres eine ganze Landwirtschaftsbranche wurde quasi eliminiert, sage ich jetzt mal. Die hat es nicht mehr sozusagen gegeben. Und das Ganze haben quasi 4-5 Leute geschafft. Was man nicht glaubt. Also die waren verantwortlich quasi. Genau, die 4-5 Leute waren verantwortlich dafür, dass die
ganze Wirtschaftsbranche oder dieser Wirtschaftssektor, das den nicht mehr gegeben hat. Hm, eigentlich komplettes Image damals zerstört vom... Komplettes Image zerstört. Man muss allerdings sagen, man muss es auch von der anderen Seite sehen heutzutage. Dieser Weinskandal ist quasi das Beste, was den österreichischen Wein passieren konnte, in irgendeinem entfernten Sinn auch, weil dadurch stehen wir jetzt da, wie wir dastehen. Wir hatten zu der Zeit das strengste Prüfsystem auf der Welt, was Weine angeht. Und es hat den Ruf quasi sehr schnell wiederhergestellt, muss man sagen. Oder sehr schnell. Es hat ihn wiederhergestellt. Natürlich gibt's noch Nachwehen, keine Frage. Auch das Österreich-Weinmarketing hat seinen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, mittlerweile steht Österreich-Wein wieder auf festen Füßen und geht auf jeden Fall sehr gut. Geht absolut in die richtige Richtung. Genau. Und einer, der das damals mit eingeleitet hat, damit es wieder in die richtige Richtung geht, ist auch dein Vater, Ludwig Hiedler. Der ist damals zu Beginn der 80er Jahre eingestiegen. Genau. In den Betrieb. Genau. Und hat dann auch dieses Etikett hier mit eingeführt, die Eule, oder? Genau, also es waren meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter. Das Etikett, so wie wir es heute haben, ist eigentlich ein typisches 90er-Etikett. Das heißt, Balken oben, unten die Schrift und oben der Name. Hat sich allerdings mittlerweile wirklich gut etabliert. Es sticht heraus. Mhm. Die Eule ist so gut sichtbar. Viele fragen, warum die Eule? Mhm. Wenn man mal bei uns beim Weingut war, dann kann man klar erkennen, wenn man vor dem Weingut quasi steht, dass wir zwei Steinstatuen haben, vor dem Weingut stehen, also zwei Eulen, und eine Eule sitzt auf Trauben und die andere Eule sitzt auf Büchern. So, und jetzt war die Überlegung, ja, was nimmt man? Wir haben, also meine Eltern haben nach einem neuen Etikett-Design quasi gesucht. Und da kam die Eule ganz gelegen. Sie symbolisiert für uns nicht nur als Tier, als sehr scharfsinniges, intelligentes Tier, symbolisiert quasi die Philosophie des Hauses. Sie symbolisiert allerdings auch das Weinkeltern selbst, weil eben eine auf Trauben sitzt, eine auf Büchern. Balance zwischen Wissenschaft und Natur. Und das ist für uns Weinkeltern. Und deswegen glaube ich, das passt sehr gut auf unser Etikett. Und ja, jetzt sind wir das Weingut mit der Eule. Sieht auch gut aus. Ja. Vielleicht probieren wir den nächsten Wein. Gerne. Mhm. Die Gläser kurz. Also wir bleiben beim grünen Veltliner, habe ich mir gedacht. Wir sind eine grüne Veltliner-Gegend, eine Weißwein-Gegend. Mhm. Haben über 50% grüner Veltliner bei uns im Haus. Der nächste Wein wäre dann Ried-Kittmannsberg, erste Lage. Das heißt, da bewegen wir uns quasi in der Qualitätspyramide schon wieder eine Stufe weiter nach oben. Wir bewegen uns in der Qualitätspyramide keinen Schritt nach oben, weil Rietal ist ja auch eine erste Lage. Wir bewegen uns allerdings für uns in unserem Spektrum, wie wir die Weine vorstellen, gerne einen Schritt weiter nach oben. Mhm. Das heißt, Ried-Kittmannsberg ist im Westen von Langenlois, auch eine lössige Lehmlage mit Kalkeinschlüssen. Mhm. Das ist jetzt quasi westlich gelegen vom Tal? Genau. Das ist quasi von der Einfahrt, wenn man von Krems kommt, die erste Einfahrt. Wenn man links schaut, dann sieht man die Lage sehr gut. Das ist eine Kessellage. Mhm. Das heißt, dieser Kessel läuft nach Langenlois aus und auch terrassiert. Sehr schöne Lage, wie ich finde. Schön fettige, cremige grüne Veltliner, die man draus keltern kann. Wie unterscheidet sich der jetzt vom Tal?
Von Tal unterscheidet er sich dadurch, dass er ein Jahr im großen Holz gereift ist. Mhm. Wir verwenden hauptsächlich slowenische Akazie. Das heißt, es ist ein eher neutraleres Holz. Es gibt nicht zu viel ab, aber es gibt genauso viel ab, wie wir wollen, dass unser Wein hat. Er hat schon mehr Körper, mehr Struktur, er wirkt cremiger, er wirkt durch den Säureabbau einfach ein bisschen einfach runder. Und das ist auch beim Kittmannsberg kann man sehr schön den sogenannten, wie wir sagen, Hiedler-Style gut rauserkennen. Also dieses schön buttrige, cremige und genau mit dem arbeiten wir sehr gern. Das trinke ich auch sehr gern. Ja, und man muss auch sagen, man kriegt kein Sodbrennen von unseren Weinen. Eben dadurch, dass sie so milde Säure haben. Mhm. Also wenn man sehr anfällig ist auf sowas, wenn man auf Säure sehr anfällig ist, dann ist das eigentlich ein Wein, der BSA durchgemacht hat, ideal. Also die sind sehr, sehr verträglich. Sehr verträgliche Weine, genau. Gerade wenn man bedenkt, dass ich gestern noch in der Wachau war, wo man sehr stolz ist auf die straffen, vibrierenden Weine, die wirklich Viehsäure haben, ja. Man verträgt das nicht. Ja? Dann kann sich das durchaus, würde ich das durchaus empfehlen, hier mal im Kammtal vorbeizuschauen. Genau, ja, man muss schon unterscheiden, auch bei den Rieslingen machen wir natürlich kein BSA durch, weil Riesling braucht eine Säure. Der lebt von seiner Säure. Genau, das muss man schon klar unterscheiden, allerdings bei vielen Burgundersorten und beim grünen Veltliner auf jeden Fall. Mhm. Du und dein Bruder, ihr seid jetzt die fünfte Generation, aber vielleicht bevor wir jetzt komplett in die Zukunft gehen, schauen wir nochmal zurück in die Vergangenheit. Wie hat denn das Ganze eigentlich angefangen mit dem Weingut Hiedler? Ich weiß jetzt, dass es 1856 gegründet wurde, aber wie ist das alles losgegangen? Ja, generell die Familie Hiedler ist eigentlich keine oder war früher keine Winzerfamilie im klassischen Sinn. Meine Urgroßeltern quasi waren Ledergerber. Das heißt, unser Stammhaus ist im Zentrum von Langenlois und da wurde früher viel Leder gegerbt. Das heißt, wir hatten den Mühlbach, der ist durchs Zentrum geflossen und das war quasi der Hauptberuf von den Hiedlers sozusagen. Und erst durch die Heirat von Josef Hiedler mit Anna Schickelgruber, also kamen quasi die ersten Weingärten in Familienbesitz. Und das waren eben genau die Riedetal, die ich vorher erwähnt hatte, und die Riedespiegel. Das waren wie viel Hektar ungefähr am Anfang? Puh, das war ganz, ganz wenig. Also das war minimal 3 Hektar. 3-4 Hektar. Ja, genau. Mhm. Also war nicht der Rede wert, wurde auch nur nebenbei. Hat man selbst getrunken, oder? Genau, betrieben das Ganze. Es gab ja auch keine Flaschenfüllung, nix. Also das kann man sich so gar nicht vorstellen. Dann quasi der erste Keller, da wo wir jetzt sitzen, gegenüber von unserem jetzigen Keller ist noch ein Keller. Das war der allererste Keller, den die Familie Hiedler in Langenlois besessen hat. Der wurde gekauft dann von der nächsten Generation, nämlich von Ludwig den Ersten und seiner Frau Anna. Die waren allerdings auch noch hauptberuflich Ledergerber. Das heißt, wurde noch immer nebenbei gemacht und ja, man hat halt langsam erweitert und langsam neue Rieden dazu gekauft. Und mein Opa, Bruno Hiedler, Dr. Bruno Hiedler und seine Frau Hildegard, waren auch noch nicht hauptberuflich Winzer, die haben das auch nebenbei gemacht. Mein Opa war Arzt, Gemeindearzt. Und genau, der hat dann eben, also jetzt habe ich was auslassen, der Ludwig Hiedler hat oben den Keller gekauft, wo wir jetzt drin quasi unser Weingut haben. Das ist schon noch sehr wichtig zu sagen. Genau, und mein Opa hat dann quasi angefangen, die Weine in Flaschen zu füllen, als einer der Ersten. Er hat angefangen, das Weingut wirklich zu erweitern.
Meine Oma vor allem hat sich irrsinnig gut um den Weinverkauf gekümmert. Und so ist dazu gekommen, dass wir auch unten, da wo quasi unser Heuring war jetzt die ganzen Jahre, das Presshaus gekauft haben. Und genau dort ein Heuring betrieben haben, lange Zeit neben einem Weingut, neben den hauptberuflichen Tätigkeiten. Und mein Vater war dann quasi der Erste, der 1980 gesagt hat, so nach dem Studium, jetzt gehen wir es an, jetzt machen wir jetzt endlich den Wein zum Hauptberuf und Hiedler soll für was stehen, für qualitativ hochwertigen Wein, und hat dann langsam mit seiner Frau, mit meiner Mutter, Maria Angeles, das Weingut aufgebaut. Mhm. Quasi von 8 Hektar, was wir damals dann schon gehabt haben durch meinen Opa, auf mittlerweile 35 Hektar. Wo hat er seine Frau damals kennengelernt? Meine Mutter war Au-pair in Krems. Ah. Ja. Also, ja, wie das halt so läuft. Sie war Au-pair in Krems und die haben sich bei einem Freund getroffen und der hat es dann vorgestellt und ja, waren gar nicht so lang zusammen, da haben sie schon geheiratet, ziemlich jung. Meine Mutter war 24 oder 23. So wie du jetzt. Genau, so wie ich jetzt. Und da haben sie schon geheiratet in Spanien. Also meine Mutter ist ja aus Barcelona. Mhm. Haben sie in Barcelona geheiratet und dann ja, sind sie wieder nach Langenlois und haben dort langsam ihr Leben aufgebaut und das Weingut. Und ihr seid dann zweisprachig aufgewachsen, oder? Genau, wir sind zweisprachig aufgewachsen und ging eigentlich immer sehr schön. Und es ist auch sehr schön, also ich bin sehr froh, dass ich auch die spanische Seite habe. Ich meine, die Zuhörer können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich schaue nicht aus wie der typische Spanier, aber mein Bruder zum Beispiel schon. Das heißt, ich habe eher die österreichische Seite geerbt und mein Bruder die spanische, und ich würde sagen, meine Schwester ist so eine gute Mischung. Du hast ganz rote Haare, ja? Genau. Genau, das schlägt durch, das ist von der österreichischen Seite. Ist, hat dann quasi eine Generation übersprungen. Genau. Und ja, ich glaube, das ist aber auch gar nichts Schlechtes oder überhaupt nicht, sondern es ist eher so ein USP, würde ich auch sagen. Mhm. Ich lebe gut damit. Deine Mutter ist Spanierin und ihr habt dann auch Spanisch gesprochen im Haushalt. Mich würde es einfach interessieren, inwieweit für euch die spanischen Weine dann auch eine Rolle spielen. Privat auf jeden Fall eine schon große Rolle. Wir trinken gern spanische Weine. Allerdings in unseren Weinstil fließt es halt überhaupt nicht ein, weil du kannst österreichisches kühles Klima nicht mit spanischem warmen Klima irgendwie vergleichen. Und es spielt privat schon eine Rolle, aber beruflich spielt es eigentlich keine Rolle bei unserem Weinstil. Welche Weine trinkt ihr dann so privat? Privat trinken wir eben Spanisch sehr viel, Rioja natürlich. Allerdings trinken wir auch sehr gern deutschen Riesling, muss ich sagen. Wirklich gern. Wir trinken auch sehr gern Pinot aus aller Welt. Wir sind eine Familie, die auch sehr gern mal wirklich ein gutes Flascherl in die Hand nimmt, Champagner, Sekt und auch mal einen Sonntag genießt. Jetzt hast du mich durstig gemacht. Ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Wein. Ja, gern. Ich hätte noch einen Maximum grünen Veltliner da, oder wir steigen um auf Riesling. Machen wir vielleicht den Maximum noch? Machen wir den Maximum, weil da kann ich auch noch erzählen, wie es zu diesem Namen kam. Mhm. Sind auch still. Das ist jetzt kein Riedwein, oder? Genau. Maximum steht bei uns für ein Lagencuvée, quasi aus den besten grünen Veltlinerlagen, mit den ältesten Rebstöcken, die besten Trauben quasi. Das Ganze wird dann spät gelesen, das heißt, wir haben vollreife Trauben und kommt für 2 Winter ins große Holzfass. Das heißt, wir bewegen uns da schon wieder eine Stufe höher. Körperreicheren Wein. Genau, wir sind beim sehr vollmundigen, körperreichen,
Grünen Veltliner, eigentlich für mich High-End Grüner Veltliner, also den kannst du auch ewig wegstellen, lagern, das ist kein Problem. Maximum ist einfach das Maximale, was man aus der Traube rausholen kann für uns. Wir haben dann allerdings noch eine Stufe drüber, die Familienreserve, was quasi, es ist quasi das beste Fass und das wird einfach so lange gereift, der Wein wird so lange gereift in dem Fass, bis wir sagen, okay, er hat die optimale Trinkreife und erst dann, wenn der Wein die optimale Trinkreife hat, erst dann kommt der Wein in die Flasche. Das heißt, wir gehen da ein bisschen zurück zum Ursprung, wie man es früher eigentlich gemacht hat. Erst dann die Weine abgefüllt, wenn man gesagt hat, okay, jetzt ist er zu 100%, jetzt passt er. So wie es die Spanier auch machen. Genau, ja. Mhm. Und das ist die Sirene. Wow. Was hat die zu bedeuten? 12 Uhr ist. Echt? Ja, jeden Samstag. Wow, wie lange geht das? Ein paar Sekunden. Ah ja, das ist die testen jeden Samstag die Sirene. Da merkt man wenigstens, dass wir wirklich in langen Läufen sind. Ja? Ja. Wir probieren den jetzt mal. Also die Russen kommen nicht. Prost. Prost. Ja, da ist richtig reife Früchte schon drinnen. Ja, du hast Tabak schon ein drinnen. Schon angematscht. Honig, genau. Das ist jetzt ein 16er Jahrgang, das ist der aktuelle Jahrgang. Den schlucke ich jetzt auch mal runter. Ja. Da ist wirklich was da. Würze dabei. Ja, man spürt es dann auch, wenn man mit der Zunge über die Zähne geht, dass wirklich Extrakt da ist. Das spürt man einmal ganz gut. Ja, na, irrsinnig schöner Wein. Also wir haben die Maximumlinie nicht nur beim Grünen Veltliner, auch beim Riesling und beim Weißburgunder. Mhm. Und ist für uns sozusagen auch so eine, mittlerweile so ein Flagship geworden. Also man kennt Hiedler auch mit Maximum. Mhm. Und Maximum mit Hiedler. Hat auch eine schöne Länge. Genau, sehr schönen Abgang. Super schön, macht sich schön breit im Mund. Mhm. Ist ein schöner Wein. Was würdest du dazu essen? Zum grünen Veltliner Maximum zum Beispiel einen guten, wirklich schönen Sonntagsbraten, Schweinsbraten zum Beispiel. Das passt irrsinnig gut zusammen, finde ich. Genau, es ist auch eher ein Wein, den ich als Essensbegleiter sehe. Man kann ihn trinken, wann und wie man will, aber ich sehe ihn sehr als Essensbegleiter und vor allem die gereiften Geschichten, die sind der Wahnsinn. Kann man dann bei euch im Heurigen in Zukunft dann miteinander trinken? Ja, hoffentlich. Hoffentlich, also wir schauen, dass das Projekt, wir wollen jetzt keinen Schnellschuss starten, auf jeden Fall nicht, aber wir schauen, dass wir das Projekt durchziehen. Hast du so einen ungefähren Termin? Das kann ich so gar nicht sagen. Also es spielen so viele Faktoren mit. Es wird in den nächsten 2-3 Jahren sicher was passieren. Es ist ja momentan sowieso vieles im Umbruch bei euch auch, oder? Genau. Viele Projekte. Genau, wir wollen unseren Keller ausbauen. Bevor wir da überhaupt was starten, müssen wir uns mal im Klaren sein, was wir wie, wo machen wollen. Das kostet natürlich alles. Und dementsprechend werden dann Prioritäten gesetzt, was zuerst umgesetzt wird und was nicht. Das, was man hier jetzt im Hintergrund hört, das sind amerikanische Frösche. Ja. Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Ja, eigentlich, wir waren bei Freunden und meine Mutter ist eine Tierliebhaberin, die lacht eh gerade im Hintergrund. Und sie liebt Tiere und hat sich halt gedacht, ja, wäre halt witzig, wenn wir so ein paar Frösche im Teich hätten und aus 2 Fröschen sind quasi jetzt, keine Ahnung, ich habe es nicht zählt, aber gefühlte 100 worden, die man auch sehr lautstark, vor allem im Frühling, während der Brunftzeit hört. Naja, hat man ein schönes Orchester da. Richtig, richtig. Ja, aber das ist ja auch das Schöne an einem Weingut und generell auch mit Wein, dass die Natur und die Tiere auch immer eine wichtige Rolle spielen. Und das ist ein gutes Stichwort, Natur. Mich würde interessieren, welche Philosophie ihr im Weingarten verfolgt. Wie arbeitet ihr da? Ja, ich sage immer, sehr, sehr bio-nah, sind allerdings nicht zertifiziert bio. Wir sind nachhaltig zertifiziert, also nachhaltig Österreich, Sustainable Austria.
Also das heißt, wir verwenden keine Pestizide, keine. Wir arbeiten sehr naturnah, aber wir sind nicht bio. Das heißt, nicht, weil wir jetzt den Gedanken nicht schön finden oder sonstiges. Aber allerdings, ja, es ist einfach bei uns schwierig, wirklich zum Beispiel im 14er Jahr oder in Jahren, wo es wirklich brenzlig wird, dass man da auf den ganzen, auf alles verzichtet und sagt, ja, wir können nichts mehr machen und wir wollen einfach irgendwo abgesichert sein, auch in schwierigen Jahren, dass wir dennoch an unsere weiterwirtschaften können, ja. Und es wird allerdings in Zukunft auf jeden Fall ein Thema bei uns sein, dass wir uns zertifizieren lassen, weil wir mittlerweile auch schon so weit sind, dass wir sagen, wir können auch in schwierigen Jahren ohne chemisch, also überhaupt chemisch machen wir eh kaum was, aber ohne Hilfsmittel, konventionelle Hilfsmittel quasi arbeiten. Was müsstet ihr jetzt dann noch umstellen, wenn ihr das Bio-Zertifikat haben wolltet? Ja, 2-3 Spritzmittel, das wär's dann allerdings eh schon. Okay. Das, sonst sind wir wirklich, also wir arbeiten wirklich sehr, sehr bionah. Ist auch sicher ein Thema in Zukunft. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann im Weingarten? Wir haben ein Stammteam in Weingarten von circa 8 Leuten. Sehr, sehr brave Leute, also wirklich auch schon sehr lang bei uns. Ich habe es auch irrsinnig gern. Sind großteils Slowaken. Wohnen auch bei uns im quasi Mitarbeiterhaus, sind auch Freunde. Und wir versuchen eben, oder wir machen eigentlich wirklich alles mit unserem Stammteam. Das heißt, wir holen uns keine, jetzt salopp ausgedrückt, Ungarn oder Polen, die jetzt mal schnell bei uns 20 Hektar zusammenschneiden oder ernten. Das wollen wir nicht. Wir haben unsere Philosophie. Wir wollen, dass unsere Leute diese Philosophie auch im Weingarten durchsetzen. Und wir wollen, und die, unser Stammteam weiß genau, wie wir die Trauben haben wollen und wie wir den Weingarten haben wollen. Und natürlich schauen auch wir Jungen und mein Vater regelmäßig mit raus im Weingarten, dass das, und schauen und planen und machen mit und schauen halt, dass jeder seinen Teil leistet und dann passt es. Also, wie viele Hektar sind das jetzt? Wir haben circa jetzt 30 Hektar. 30 Hektar. Und dann noch Zukauf auch was. Wow. Genau. Schon ordentlich. Ja, also Fahrt wird uns nicht. Fahrt wird uns auf jeden Fall nicht, aber wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden. Vor allem wegen der Sektproduktion, wegen dem Gastronomieprojekt. Da wollen wir noch ein paar Hektar dazu kaufen, aber allerdings wollen wir jetzt über die 50 Hektar, sage ich jetzt mal grob, wollen wir nicht gehen. Sind da schon irgendwelche Lagen in Aussicht? Das kommt, also das kannst du so gar nicht sagen. Natürlich wollen wir die besten Lagen, wer will die nicht? Es kommt, wie es kommt. Ja, muss auch erstmal was frei sein dann, oder? Genau, also es ist schon, es ist gar nicht mehr so leicht, was zu bekommen in Langenlois. Wir haben zwar viel Hektar im Kamptal, aber natürlich die guten Lagen, die besten Lagen, da wollen wir schon hinarbeiten. Und deswegen machen wir auf jeden Fall auch keinen Schnellschuss und schauen, dass wir da schon was Gutes auch irgendwann mal kaufen können. Wie läuft es dann bei der Ernte ab? Euer 8-Mann-Team wird es dann nochmal verstärkt? Ja, also meistens wird es dann noch ein bisschen verstärkt mit 2-3 Leuten. Allerdings kommen die auch von der Familie, von unserem Stammteam quasi. Das heißt, es bleibt alles schön kompakt. Und dann geht's dahin, ja. Praktikanten haben wir jedes Jahr oder fast jedes Jahr. Und natürlich, es dauert ein bisschen länger, wenn man mit einer kleinen Mannschaft, sage ich jetzt mal, arbeitet, aber allerdings hast dann genau die Qualität im Keller, die man sich wünscht. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Zeit des Jahres. Also die Traube quasi in den Keller zu bringen, so wie man es haben möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit und ich glaube, da muss man auch mit Leuten arbeiten, denen man dann vertrauen kann. Was ist da eure Philosophie bei der Ernte? Wie geht ihr da vor? Alles Handarbeit, auf jeden Fall.
Sonst gehen wir vor wie jeder andere. Also die frühen Geschichten. Also wir lassen uns generell ein bisschen länger Zeit, würde ich sagen, als viele andere. Eben weil wir unsere, auch bedingt durch unseren Weinstil, eben diese Konzentration brauchen in den Trauben. Allerdings dann wird es so wie jeder andere, wird es runtergelesen, so schnell wie möglich, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn gutes Wetter ist, dann schaut man schon, dass man da schön dahin liest, dass auch die Leute Spaß dran haben irgendwo und dass das passt, ja. Genau. Gut, dann probieren wir mal den nächsten Wein, ja, würde ich sagen. Gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal um, ja, auf Riesling. Mhm. Machen wir mal was anderes kosten. Wir haben 95% Weißwein in unserem Weingut und 5% Rotwein. Davon bauen wir, vom Weißwein bauen wir an, hauptsächlich Grüne Veltliner und Riesling. Haben allerdings auch viele Burgundersorten wie Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, ein paar aromatische Sorten wie Muscat Otonel. Was wir jetzt im Glas haben, ist der Riesling von Ried Steinhaus 2017. Auch eine erste Lage, mitunter die steilste Lage bei uns im Kamptal. Schön terrassiert. Der Riesling steht auf Urgesteinsboden. So wie alle unsere Rieslinge. Das heißt, man kann sich Langenlois so vorstellen, wenn man auf die Karte schaut, dass man im Norden den ganzen, also wir befinden uns jetzt im grünen Bereich im Kamptal, in der Mitte des Langenlois. Im Norden von Langenlois haben wir quasi die böhmische Masse, also das ganze, den ganzen Urgesteinsboden. Das heißt, hier findet man hauptsächlich die Rieslinge und die Rebsorten, die auf karge Böden stehen. Das mag der Riesling, wenn er ein bisschen gequält wird. Genau, der auf jeden Fall. Also der Riesling vor allem, das ist so eine Rebsorte, die richtig auf Boden steht quasi. Das klingt jetzt zwar blöd, die nimmt so viel vom Boden auf wie keine andere Rebsorte. Also da schmeckt man es wirklich raus, was da unten so los ist. Und im Süden von Langenlois jetzt findet man vieles Lehm, roten Sand. Da stehen viele grüne Veltliner natürlich, auch Burgundersorten. Ist ein Relikt von der Eiszeit. Wurde angeweht, angeschwemmt. Das Ganze ist dann über tausende Jahre hat sich das gebildet und dadurch haben wir jetzt zwei schöne quasi Böden in Langenlois. Einmal diese kargen Urgesteinsböden im Norden und einmal diese wärmeren, fetteren Löss-Lehmböden im Süden. Und eben der Steinhaus wächst im Norden von Langenlois, ist unterm Käferberg, wenn man jetzt auf die Karte schaut, und ist eine Steillage, die in Richtung des Ortes abfällt. Dann probieren wir mal. Ja, sehr schön. Prost. Prost. Also in der Nase auf jeden Fall. Sehr kräutrig, mineralisch. Mein Gaumen führt sich das eigentlich fort. Auch, haben auch eine schöne Salzigkeit dabei. Also irrsinnig schön. Wahnsinn. Allerdings alles so jung. Also wir trinken wirklich jung. Ich bin ja der Meinung, man sollte Weine wirklich auch reifen lassen. Ein Wein ist ein Produkt. Das braucht einfach Zeit. Was mir auch immer mein Vater erklärt, also immer, lasst euch Zeit, bitte gibt es dem Wein Zeit. Und auch wenn er jetzt so ist, er kann in 2 Monaten ganz anders schmecken. Und wann würdest du sagen, hat der Wein seine optimale Trinkreife erreicht? Ja, schwer zu sagen. Riesling generell gereift, schmeckt irrsinnig schön. Also das macht wahrscheinlich so in 10 Jahren erst richtig Spaß, oder? Ja, 5, 6, 7, 10 Jahre auf jeden Fall. Kommt halt immer darauf an, wie sich der Wein entwickelt. Allerdings Riesling kann natürlich auch die Petrolnoten entwickeln, das ist auch keine Frage. Kommt drauf an, steht man drauf, steht man nicht drauf. Ich mag's. Ja, ich mag's auch. Und ich finde gereiften Riesling irrsinnig schön und
bin auch ein Verfechter der gereiften Weine, auf jeden Fall. Und Riesling transportiert natürlich, das hast du vorhin schon erwähnt, das Terroir des Kamptals so gut wie keine andere Rebsorte. Genau. Wie würdest du den Terroir-Geschmack beschreiben im Kamptal, im Langenlois? Puh, dadurch, dass wir so viel verschiedenes Terroir haben, eigentlich schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein kühles Weinbaugebiet. Wir zählen zu den nördlichsten Weinbaugebieten in Österreich. Das heißt, unsere Weine entwickeln, wir haben warme Tage, sehr kühle Nächte, unsere Weine entwickeln doch schöne Frucht, haben durch die Böden eben auch schöne, wir haben ja ganz verschiedene Böden, Granitschiefer, Glimmerschiefer, Amphibolite, Vulkaneinschlüsse beim Heiligenstein, dadurch alles sehr vielfältig. Genau, entwickeln sich so verschiedene Aromatiksorten, verschiedene mineralische Töne. Und dann haben wir natürlich auch unsere fettigen Löss-Lehmlagen im Süden, die schon wieder was ganz anderen Typ auch vom Wein hervorbringen. Und ja, Terroir im Kamptal ist unterschiedlich. Also von den warmen, cremigen Burgundern bis hin zu den knackigen, säurebetonten, straffen Rieslingen hast du eigentlich alles dabei. Und was man noch sagen muss, was ich auch immer erwähne, wir sind auch, was Pinot Noir angeht zumindest, ein irrsinnig gutes Gebiet. Also wächst bei uns, also der entwickelt bei uns eine wirklich schöne Aromatik, eben auch durch diese kühlen Nächte, die der Pinot Noir braucht, diese warmen Tage. Wir haben die kalten Luftströme entkommen vom Waldviertel von Tschechien und diese warmen Luftströme kommen vom pannonischen Klima, vom Donauraum und das verschmilzt quasi bei uns sehr schön und dadurch haben wir eben, wie gesagt, diese warmen Tage, die kühlen Nächte und das passt auch für einen schönen Pinot irrsinnig gut. Wie viel Hektar Pinot Noir habt ihr? Ja, ganz wenig. Wir haben rotweinmäßig haben wir 5%. Wir haben jetzt allerdings einen Pinot Noir Weingarten noch ausgepflanzt, konzentrieren uns beim Rotwein mittlerweile wirklich auf Pinot Noir und Sangiovese, lustigerweise. Ja. Ja. Kein Tempranillo. Ja, nein, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar war mein Vater war Praktikant in der Toskana. Und irrsinniger Italien-Fan, Chianti, Sangiovese, total. Also hat sich halt gedacht, ja, wäre doch lustig, wenn man das in Österreich hätte. Hat in einer Nacht- und Nebelaktion quasi Sangiovese-Reben, wie er wieder zurück nach Österreich ist, bei uns ausgepflanzt. War ja zu seiner Zeit verboten, bedingt durch Krankheiten und war einfach nicht, war nicht erlaubt, Sangiovese als Wein auszubauen, anzupflanzen. Und hat er trotzdem gemacht. seitdem haben wir den Weingarten. Und auch durch das veränderte Klima mittlerweile, wir sind doch wärmer geworden, ja. Man merkt's. Können wir auch Sangiovese ausbauen und die Trauben werden auch schön reif. Das heißt, wir haben einen 100%igen Sangiovese, der heißt illegal, also passend, passend zum Thema. Und dann haben wir noch einen schönen Cuvée, der sogenannte Liubisa. Liubisa, der alte keltische Name von Langenlois. Und ist 80% Sangiovese und 20% Pinot Noir. Irrsinnig schöne Weine. Hat eben ein bisschen mehr Säure als die italienischen Verwandten. Aber schön dieses sandige, erdige, würzige. Wie baut ihr die dann aus? Im Barrique. Ganz normal im Barrique, genau. Und ja, aber lass mal lang reifen. Ja. Also braucht auf jeden Fall eine Reife. Das Ganze. Wirklich schön. Schöner Wein.
kann ich nur jedem empfehlen, dass er sowas mal kostet, dann Sangiovese aus dem Kamptal. Ja, unbedingt. Den gibt es auch nicht so oft. Genau. Einzigartig, ja. Also der Hillinger Leo, der baut auch noch Sangiovese aus, allerdings nur Natural Style, was ich weiß. Ah. Also Natural Wein. Stimmt, das habe ich schon getrunken. Ja. Damals im Stockresort auf einer Weinprobe. Genau. War gut, ja. Ja, war ist auch super interessant, ja. Und wir bauen ihn eben normal aus. Genau. Ja, gerade diese modernen Weine, ich war gestern in der Wachau und da experimentiert jetzt zum Beispiel die Domäne Wachau auch mit Amphoren und ungeschwefelten Weinen. Ist das was für euch, wo ihr euch auch mal ein bisschen rantasten wollt? Ja, ich habe mich schon rangetastet. ich habe bei der vorigen Ernte habe ich mir erlaubt, ein Fass, ein Barrique Orange Wein zu produzieren, Natural Wein. Also vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen, Orange Wein ist im Prinzip Weißwein, der wie Rotwein vergoren genau. wird. Genau. Und Natural Wein ist das Ganze quasi ungeschwefelt. Genau. Es war für mich ein Experiment. Wir haben grüne Veltliner Trauben genommen, ziemlich am Schluss der Lese. Das heißt, die waren schon wirklich sehr vollreif. Wie gesagt, war mein erstes Experiment, habe ich dann, haben wir durchvergären lassen, alles mit Füßen gestampft, super gut und liegt jetzt halt im Barrique und er braucht noch auf jeden Fall, also ich würde ihn jetzt noch nicht rausgeben, releasen. Er braucht noch seine Jahre und schauen wir, wo er sich hin entwickelt. Also derzeit, er heißt Frankenstein, also weil er so ein bisschen schräg ist. Ein Experiment, aber es ist. Und, aber, ja, es ist jetzt bei uns kein, muss ich ehrlich sagen, im Haus kein großes Thema, Natural Wine. Ja, aber vielleicht ist ja das eine Idee, die fünfte Generation. Genau, hat. Ja, also, why not? Also, es gibt so viele verschiedenen Weine und wieso sollte man nicht auch mal in die Richtung was produzieren? Genau. Du und dein Bruder, ihr seid ja auch richtig weit rumgekommen, oder? Ihr habt da Reisen gemacht. Genau, also mein Bruder noch eher als ich. Ich war in Napa Valley. Oh, geil. Hab dort praktiziert, war eine sehr schöne Zeit, auch viel gelernt. Der also, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Napa Valley, das ist das bedeutendste Weinbaugebiet in Amerika, ist in Kalifornien. Genau. Wein, vom Weinstil her muss man mögen, sage ich mal. Sehr starke, wuchtige Weine, auch meistens mit viel Holz. Oaked, ja genau, California-Style sagt man oft. Es gibt natürlich auch andere, aber also großteils findet man es stark und mit viel Holz. Wie gesagt, war eine schöne Zeit. Weinstil wäre jetzt nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem sehr interessant, das Ganze zu sehen. Vor allem die, was dort am Weingütern stehen, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Also da stehen Investoren dahinter, das ist immens. Also da wirklich, also da. Das ist eine andere Weinwelt. Wie lange warst du dort? 2 Monate. Genau, für eine Lese war ich dort. Ich war allerdings in einem sehr kleinen Weingut, hat nur insgesamt 16 Hektar gehabt. Sind auch sehr gute Freunde geworden von mir. Und der Chef quasi, mein Chef, der Chef Winzer dort, kommt jetzt diese Lese zu uns und wird uns helfen ein bisschen. Und eine Hand wäscht die andere und ich werde ihn halt alles zeigen, so wie es bei uns so abläuft. So wie es er mir gezeigt hat. Und mein Bruder, der war in Deutschland, sein erstes Praktikum bei Van Volksheim. Oh, super. Genau, auch ein schönes Haus. Schönen Gruß an den Roman. Ja, schönen Gruß an den Roman. war auch sehr schön, also hat er nur geschwärmt davon. War dann in Australien, im Yarra Valley bei Tim Mayer. Macht auch irrsinnig geile Weine, ein verrückter Mensch anscheinend. Ich habe ihn noch nicht kennenlernen dürfen. Allerdings die Erzählungen, die lassen schon vieles erblicken. Und dann war er noch in Neuseeland, in Mount Difficulty. Frag mich allerdings jetzt nicht, wie das Weingut heißt, das habe ich jetzt vergessen. War auch eine sehr schöne Zeit. Also, Sauvignon Blanc. Genau. Genau.
War wahnsinnig schön, Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Ja, also sehr, 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 sehr aromatisch, ja, also fast schon kitschig. Fast schon kitschig, aber mir schmeckt's. Ja, mir gefallen die auch gut. Braucht man kein Essen dazu, man setzt sich einfach auf die Terrasse, macht sich eine gute Flasche auf, genau. Und da hat man Passionsfrucht drin. Wenn es die exotische Richtung ist, Maracuja. Johannisbeere sehr viel. Genau, und wenn es dann eben die kühlere Stilistik ist, dann geht es mehr in das Grasige mit rein, viel Stachelbeere und wahnsinnig erfrischend. Und kamen dann so einen leichten Abgang von Grapefruit, genau. Die machen auch viel Spaß. Also ganz anders jetzt wieder wie Napa Valley oder so, genau. Man kann es gar nicht vergleichen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne jetzt an deiner Generation. Das war, glaube ich, damals zur Generation deines Vaters war es, glaube ich, noch gar nicht so, dieses Reisen. Das kommt jetzt erst mit deiner Generation und auch schon ein paar Jahre vorher. Und das finde ich klasse, weil du die Möglichkeit hast, andere Länder anzuschauen, andere Macharten, Stilistiken, Güter anzuschauen. Und gestern der Kellermeister in der Domäne Wachau hat es sehr schön ausgedrückt, je mehr wir über Wein wissen, je mehr Informationen wir kriegen, mit jeder Information wissen wir eigentlich nur, dass wir wenig über Wein wissen. Genau. Weil es so umfangreich ist. Ja, das Thema ist ein Wahnsinn, also du lernst wirklich nicht aus, vor allem ich muss noch sehr viel lernen, bin auch noch jung und es ist wirklich schön, dass man mit heutzutage rund um die Welt reisen kann und sich wirklich das ganze Wissen auch sammeln kann und auch zu Hause einsetzen kann. Mhm. Also ich glaube, das hilft auch sehr viel, auch den österreichischen Wein sich weiterzuentwickeln. Absolut. Ja. Und genauso umgekehrt, also es kommen viele Leute auch zu uns und wollen über unsere Weinstilistik, unsere Verfahren und alles, die wollen alles kennenlernen und die Weinwelt, quasi eine Hand wäscht die andere, ist richtig schön. Ja. Und auf der Probein kommt dann alles zusammen. Ja. Genau. Und da merkt man eigentlich, wie klein die Weinwelt ist. Ja, vor allem Österreich. Also 2% der Weinproduktion weltweit sind in Österreich. Also das ist quasi nichts. Allerdings, ich glaube, für die 2% sind wir schon gut dabei. Ja, qualitativ auf jeden Fall. Ja. Da muss sich Österreich überhaupt nicht verstecken. ganz großartige Sachen, die hier produziert werden. Wirklich. Probieren wir mal den nächsten Wein. Mhm. Ich muss jetzt aufmachen. Ja. Ganz kurz. Gekorkt. Also generell. Jetzt der erste Korkverschlossene oder? Nein, also wir. Dazu gibt es auch was zu sagen zu dem Ganzen. Natürlich, da kann man ewig herum diskutieren. Mhm. Zur Korkgeschichte. Wir hatten bis jetzt immer Schrauber, also früher, ganz früher natürlich Kork, haben dann umgestellt auf Schrauber, bei den meisten Weinen, allerdings 2016 haben wir uns gedacht, oder zumindest mein Bruder und ich, mein Vater ist da eher skeptisch, wir sollten doch wieder unsere ersten Lagen und unsere großen Reserven korken. Mhm. Nicht aus qualitativen Gründen. Ich meine, wir verwenden jetzt wirklich sehr, 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 sehr gute Korken, die wir früher nicht bekommen haben auch. Genau, kostet einer über 1 Euro, 1,10 Euro, glaube ich, oder sowas. Also sind wirklich gute Korken, geprüft alles, jeder einzelne. Natürlich ist ein Naturprodukt, also es kann nie 100%ig sicher sein. Mhm. Haben bis jetzt aber allerdings keine Probleme damit. Das heißt, es ist jetzt nur noch eine Geschichte der Reife. Mhm. Man kann ewig diskutieren. Ich glaube, das Thema muss man jetzt nicht ausdiskutieren, ob man jetzt einen Schrauber will oder einen Kork. Wir sind der Meinung, wenn man sich schon Mühe gibt und wenn man schon ein Jahr lang oder länger an einem Produkt arbeitet, da muss auch die Aufmachung stimmen und dann zählt halt auch dazu Prestige und Kultur. Also Wein ist Kulturgut und ich finde auch ein wirklich guter Wein, wo ich jetzt bereit bin, auch Geld auszugeben. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, es gibt natürlich andere Meinungen, dann würde ich mich freuen, wenn der gekorkt wäre und wenn man das ein bisschen auch zelebrieren kann.
wenn man den Wein öffnet, einen Kork kriegt, wenn man sich den Kork anschaut, wenn man der spannende Moment, ist der Wein jetzt gut, ist er schlecht? Ich meine, ist jetzt, kann man so und so sehen, aber es ist trotzdem spannend mit Kork und es gibt den Wein auch irgendwie ein anderes Aussehen und Haptik. Genau. Haptik. Ja, Kork lässt jetzt natürlich auch mehr Luft durch. Mhm. Das heißt, man kann jetzt wiederum streiten, ist es, will man jetzt den Wein ewig jung halten, schrauben und wirklich ewig jung halten, oder will man den Wein gereift haben nach einigen Jahren? Natürlich reift er mit einem Kork, weil es kommt natürlich mehr Luft durch. Ein bisschen schneller als mit Schrauber, keine Frage. Schrauber ist auch von der Qualität her, glaube ich, das wirklich absolut sicherste, was man verwenden kann. Allerdings denke ich mal, will ich jetzt einen ewig jungen Wein haben oder will ich was Gereiftes auch haben? Mhm. Und deswegen für mich auch ein Grund, wieso Kork nichts Schlechtes ist. Mhm. Darauf trinken wir. Genau. Also, Prost. Wir haben jetzt im Glas den Riesling Maximum, also wieder von der Maximum-Serie 2016. Und ich sehe schon, er gefällt. Ja. Nein, ist irrsinnig schöner Wein, also wirklich ein schöner Wein geworden. Das Ganze ist jetzt allerdings nicht 2 Jahre im großen Holzfass gereift, sondern im Stahltank. Hat er Strukturen, Schmelz, das ist halt, man merkt schon ein bisschen. Da zerspielt der Boden mit dieser Mineralität, genau, die der Boden mitbringt. Diese ganz reifen Früchte, die schöne Reife, die er jetzt mittlerweile geht schon ein bisschen in die reifere Richtung. Ja, das ist ihr großes Kino. Irrsinnig schöne Marille. Ja. Reife Mango. Und im Mund dann das schön mineralische, genau, salzige, ja, was ich immer gerne sage. Und er hält auch am Gaumen das, was er verspricht, in der Nase. Auf jeden Fall. Hm. Ist auch nominiert worden, Salon, und ist auch wirklich vorne mit dabei. Also wir sind sehr zufrieden. Da können wir uns auch, glaube ich, mal ruhig selbst loben. Da haben wir wirklich ein gutes Produkt. Das ist fantastisch. Ist wieder eine Cuvée aus verschiedenen Lagen. Ein Lagen-Cuvée, genau. Aus den besten Riesling-Lagen, die wir so haben. Heiligenstein, Geisberg, Steinhaus. Kommt halt immer aufs Jahr drauf an, was wir verwenden für Maximum. Ist natürlich, Wein ist immer jahrgangsbedingt unterschiedlich. Und das Ganze wird dann eben für 2 Jahre im Stahltank gereift, oder 2 Winter, sagen wir es so. Für die Zuhörer, wir haben jetzt hier sehr viele Lagen aufgezählt. Wenn sich der Zuhörer 3 Lagen merken soll aus dem Kamptal, welche wären das? Ja, wie kann es anders sein? Unsere Prestigelage, der Heiligenstein. Es ist die Rieslinglage, international gesehen, also österreichweit, die man kennen sollte. Es ist immer ein bisschen unser Hausberg in Langenlois, ist der Käferberg. Und ich finde der Geisberg, der Nachbar vom Heiligenstern. Mhm. Natürlich ist es von Weingut zu Weingut unterschiedlich. Wenn ich jetzt Weingut Hiedler bin, dann sage ich, merkt euch die Lage Tal oder Kittmannsberg, weil es einfach für uns sehr wichtig ist und auch sehr schöne Lagen sind. Also, wie gesagt, unterschiedlich. Aber die Lage, die man auf jeden Fall kennt aus dem Kamptal, ist der Heiligenstein. Mhm. Der Nachbarort ist gleiches Weinbaugebiet Kremstal. Genau. Dort wohnst du auch? Ich wohne in Krems direkt. Mhm. Und bin quasi nach dem Studium kurz wieder nach Hause gezogen, ins Weingut. Habe mich dann allerdings dafür entschieden, dass ich doch, sag ich mal, mehr Privatsphäre haben möchte. Und bin dann quasi nach Krems gezogen. Das sind 10 Minuten von Langenlois. Ist jetzt kein weiter Weg, kein breiter Weg. Also ist auch eine schöne Stadt, irrsinnig schöne Stadt. Also wenn man mal in der Gegend ist, unbedingt in die Kremser Altstadt, nach Krems schauen. Und ja, genau. Ich kenne
Es kommt halt mittlerweile schon ziemlich gut. Ich war auch schon im Kremstal und habe mir einiges angeschaut, aber vielleicht wäre es ganz lustig bzw. interessant, eine Empfehlung von dir zu kriegen. Welche drei Weingüter würdest du empfehlen für den nächsten Podcast? In Kremstal? Ja. Nigel? Ja. Breudel. Die zwei sind sehr gut, finde ich. Und dann würde ich, gibt es natürlich mehrere noch, aber wenn wir bei drei bleiben, nehmen wir Malert, finde ich auch noch sehr gut. Mantlerhof würde ich auch noch machen. Mach mal vier draus. Okay. Mach mal Mantlerhof auch noch. Sind alles irrsinnig schöne Weingüter. Es gibt natürlich noch mehr davon. Allerdings sind das meine Favorites. Okay. Da freue ich mich drauf, mal vorbeizuschauen im Kremstal. Ja, sehr schön. Ja, wirklich sehr schöne Weine und sehr nette Menschen und schöne Weingüter auf jeden Fall. Die Weine sind soweit, glaube ich, alle durch. Genau, also das, was ich jetzt vorbereitet habe, schon. Wir können gerne noch einen Weißburgunder, Chardonnay oder einen roten kosten, wie du magst. Können wir gerne das machen. Das müsste ich nur kurz... Dietmar ist wieder zurückgekehrt mit zwei neuen Weinen, die wir jetzt noch verkosten werden. Genau. Bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar hast du einmal mitgebracht hier den Chardonnay. Einmal habe ich mitgebracht den Chardonnay Toasted and Unfiltered 2015, aktueller Jahrgang. Das war spannend, das auf jeden Fall. Genau. Zählt mittlerweile auch in Österreich zu den Top Chardonnays. Toasted und unfiltered. Warum? Wird in Barrique ausgebaut, das Ganze. Medium, oder? Getoastet. Medium getoastetes Barrique. Unfiltrierter Wein, allerdings setzen sich natürlich die Trubstoffe ab im Fass. Das Ganze wird dann abgezogen und es kommt trotzdem eine klare Geschichte ins Glas. Ist das spontan vergoren? Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich auch immer ganz spannend, was da herauskommt, oder? Bei spontan vergorenen. Genau. Aber ich denke, die Hefestämme, die bei euch im Keller unten rumfliegen, die sind schon relativ... Die sind gut. Ja, die sind die gut. Kann man schon verwenden. Genau. Natürlich, es geht nicht immer, dass man spontan vergärt. Also es kommt auch immer darauf an, ob es jetzt anläuft oder nicht. Allerdings haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht und funktioniert bei uns sehr gut, sage ich mal so. Chardonnay Toasted Unfiltered. Schenke ich dir mal rein. Das ja. Ist jetzt... geht von der Richtung her mehr ins Holzige. Der 15er so ein bisschen in die Chablis-Richtung. Prost. Prost. Der irrsinnig schöne Honignote, reif wieder, dieses Tabak, also dieses, was sich eh schon, du merkst, es zieht sich durch bei uns in der Linie, diese schön gereiften, runden, cremigen Geschichten. Und ist wirklich ein schöner Wein. Also Röstaromen, Mandeln, Salzigkeit wiederum, das Mineralische. Der ist richtig salzig. Wow, super. Klasse. Das ist aber ein Wein, mit dem beschäftigt man sich, ja. Genau. Da denkt man mal ein bisschen länger drüber nach was dir jetzt alles schmeckt. Du hast das jetzt wunderbar aufgezählt. Aber bis ich da jetzt auf alles draufgekommen wäre, ich glaube, ich wäre eine halbe Stunde da gesessen. Ja, ja. Natürlich, also wir machen das ja auch schon länger. Deswegen weiß ich auch, wie in welche Richtung er geht. Du hast halt auch im Abgang dieses... Wir hatten schon mehr Holz drinnen, allerdings da war es auch mehr im Trend. Jetzt sind wir mittlerweile in den... über die Jahre schon mit dem Holz etwas runtergegangen. Das heißt, das Holz Barrique, französische Eiche. Es gibt natürlich einen Geschmack ab, aber es unterstreicht den Wein nur noch schön. Ja, das heißt, du hast im Abgang sehr schöne Kaffee-Röst-Vanille-Aromen mit diesen Nussaromen. Schmeckt irrsinnig schön. Jetzt, was du sagst, Kaffee, ja. Schöner Rotweinersatz, würde ich auch sagen. Also muss ja nicht immer, wenn wer mal was anderes probieren möchte, dann kann auch mal einen kräftigen Chardonnay aus dem Hause Hiedler probieren, der auch mal beim Kaminfeuer zu zweit, sage ich jetzt mal, irrsinnig Spaß macht. Liegt wahrscheinlich bei 13,5% Alkohol, oder? Genau. Richtig?
Genau. Ja, gut, gut. Gut geschätzt. Ich hätte gedacht, du hast das schon gesehen. Nee. 13,5, ja. Genau. Den sehr, kann man sich sehr, sehr auch mittlerweile auch ein Steckenpferd von uns waren. Den kann man sich auch mal in den Keller legen und ruhigen Gewissens weglegen. Für ein paar Jahre vergessen. Wenn man es schafft. Ehe man sich dann in ein paar Jahren wieder drüber freuen kann, ja. Genau. Ja, ist mittlerweile wirklich Chardonnay für uns auch eine sehr bedeutende Rebsorte geworden. Machen wir mit Herzblut überhaupt die ganzen Burgundersorten, da sind wir, glaube ich, wirklich auch mit Herzblut dabei. Und auch wenn es jetzt der Trend zurückgeht, ja, heimische Sorten, GV, Riesling, nicht mehr wie in den 90ern jetzt nur diese Burgundersorten, sowas macht irrsinnig Spaß. Und was ich auch super finde, ist, der Wein ist unfiltriert, da ist absolut klar. Mhm. Jedes Mal mit dem Filtrieren nimmst du den Wein quasi Geschmack weg. Mhm. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen den Wein pur, wir wollen den Wein mit vollem Geschmack. Und genau deswegen ist er unfiltriert. Ah, okay. Dann kann man schön trinken. Mhm. Spannende Geschichte. Genau. Da kann man dann auch verstehen, warum ihr beim Falstaff derart abräumt. Also ich habe da mal die letzten Bewertungen so durchgeschaut. Das geht hoch, glaube ich, bis 96 Punkte. Genau. Ja. Ja, wir geben uns Mühe. Wahnsinn. Wir geben uns Mühe, dass da jedes Jahr wirklich was qualitativ hoch, sehr hochwertiges rauskommt und unser Herzblut steckt drinnen, unser Schweiß. Und ich glaube, das schmeckt man dann am Schluss auch. Das ist auch das Schöne, dass es bei euch vorangeht. Es wird immer besser. Du hast mir vorhin auch noch erzählt, dass ihr jetzt dann mehr mit Gravitation arbeiten wollt. Risiko quasi noch schonender behandeln wollt. Genau. So wenig pumpen wie möglich. Das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist. Mhm. Das heißt, wir wollen beim Kellerzubau die Traubenannahme so weit uns quasi herrichten, dass wir sagen, okay, wir können ohne Maischepumpe, derzeit machen wir alles noch mit Maischepumpe, ich glaube, das kann man auch ruhig sagen, das ist kein Thema, dass wir alles mit quasi Gravitation rein in die Presse bekommen, auch gerade wegen des Projektes Sekt mit Ganztrauben, dass man da wirklich vorbereitet ist und das ist da essentiell, ja. Gut arbeiten kann, genau. Ja, dann das wär's von meiner Seite für die Weißweine. Ich meine, wir hätten noch, online sieht man eh unser Repertoire, da hätten wir noch einiges. Mhm. Allerdings, ich glaube, da reicht die Zeit nicht mehr ganz. Hast du einen Online-Shop? Wir haben auch einen Online-Shop, genau. Ich packe den in die Show Notes unten rein, die ist die Adresse? www.hiedler.at. Mhm. Und da kann man natürlich alles nachlesen, die Geschichte des Weinguts, die Familie, die Lagen, man sieht alles sehr schön, unsere Weine, unsere Philosophie und ja, kann man alles, also wenn es noch Fragen gibt, unbedingt reinschauen und nachlesen. Genau, und man kann auch, glaube ich, jederzeit zu euch kommen und auf jeden Fall, E-Mail schreiben, genau. Zu uns kommen. Es ist immer jemand da von den drei Hiedlers, oder? Ja. Also immer. Irgendwann mache ich auch mal irgendjemand Feierabend, aber na, natürlich während den Öffnungszeiten und so einfach mal anrufen und dann kann man sich da schon treffen. Mhm. So, und jetzt gönnen wir uns noch den Rotwein und dann machen wir den Sack zu. Genau, ein Rotwein und da habe ich ausgewählt den Liubisa, der alte keltische Name von Langenlois. Liubs kommt von die Liebliche, das ist quasi der Loisbach, der durch Langenlois fließt, wurde damit gemeint, der liebliche Bach. Genau, und deswegen haben wir, also es ist kein Fantasiename, es klingt wie ein Pokémon, meiner Meinung nach, aber es ist doch ein alter keltischer Name.
Und zwar ist das 80% purer Campdala Sangiovese und 20% purer Campdala Pinot Noir. Hat jetzt das schöne, würzige, erdige Frost von Sangiovese. Und dieses schöne, also auch das fleischige und dieses schöne, fruchtige, kirschige auch vom Pinot Noir. Das ergibt eine Symbiose. Irrsinnig schöne Symbiose. Harmonie. Wahnsinn. Hm. Ja. Aktueller Jahrgang ist 2013. Ist jetzt kein Qualitätswein, wie man, also die Zuschauer, die Zuhörer können es leider nicht sehen oder hören. Hat keine Banderole oben, also ist quasi kein Qualitätswein, weil die Rebsorte Sangiovese noch immer nicht ins österreichische Qualitätsregister aufgenommen worden ist. Das heißt, wir haben eine Sondergenehmigung auf über 30 Jahre, dass man versuchsweise diesen Wein anbauen kann, darf und abfüllen darf. Also legalisiert mittlerweile. Ja, ja, es ist auf jeden Fall legal. wir dürfen allerdings auch kein Jahrgang vorne draufschreiben. Da haben wir hinten so einen schönen Da Vinci-Code mit reingepackt. Da darf man den Jahrgang nicht draufschreiben. Nein. Und in diesem Code, wenn man genauer hinschaut, findet man die Zahlen des Jahrgangs. Ja, richtig. Ja, ist auch Schwachsinn, dass man den Jahrgang ja nicht draufschreiben darf. Österreichische Bürokratie. Okay, kann man sich drüber streiten. 14 Volumensprozent, genau richtig, schön kräftiger. Ja, der hat noch Tannin. Genau. Da ist was da. Fleischig ohne Ende. alles handverlesen. Da kann man ein schönes Steak dazu auf jeden Fall auf den Teller legen. Also für mich mein Lieblingsrotwein im Hause Hiedler. Ich habe euren Pinot Noir probiert. Ja. Im Loisium. Den 14er? Im 15er. Gab's da. Ja? Ja. Ist das die Reserve, oder? Mhm. Und? Ja, richtig gut gefallen. Richtig gut. Ja, ist wirklich ein schöner Wein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der 14er ist jetzt sehr leichtfüßig geworden. Mhm. Natürlich, 14 war bei uns kein, sag ich mal, großes Jahrhundertjahr. Wo 15 wirklich ein wirklich schönes Jahr war. Mhm. Und da sind auch schöne Weine rausgekommen, vor allem Rotweine. Mhm. Warmes Jahr. Genau. Und die kann man schön trinken. Ihr seid ja auch im Loisium gut aufgestellt. Mhm. Man kann eure Weine da auch zu Abhofpreisen kaufen. Genau. Genau. Also die Loisium ist die Winothek in Langenlois. Da muss man unbedingt mal hin, wenn man mit in Langenlois Weinerlebnis ist. Welt. Das sieht man schon, wenn man von oben den Hügel reinfährt nach Langenlois. Ja. Sieht man schon den Würfel. Genau, das ist von Stephen Hall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, designt worden. Das ist ein Star-Architekt und das. Am Anfang war es nicht so beliebt, ehrlich gesagt. Weil der doch sehr rausgestochen ist und ja. Ich habe gesagt, das passt überhaupt nicht ins Landschaftsbild. Aber mittlerweile das hat überhaupt der Gemeinde Langenlois irrsinnig viel gebracht und wir sind froh, dass wir es auch haben. Ja, definitiv. Ja, vor allem, weil halt alle Weine darin super repräsentiert werden. Ich meine, das hat man im Ursinnhaus auch. Genau. Klar. Das Ursinnhaus gab es auch schon länger. Aber im Loisium hast eben noch die Weinerlebniswelt mit drinnen. Das heißt, man kann sich das Weinmachen spielerisch und wie auch informativ anschauen. Man kann von der Geschichte bis zur Jetztzeit alles sehen. Wie wurde Wein gemacht? Wie wird jetzt Wein gemacht? Ist sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Ja. Gut, liebe Zuhörer, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen den Sack zu. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich heute hier sein durfte, lieber Dietmar. Hat mich auch gefreut, dass du hier warst und ich hoffe, du kommst auch wieder. Gerne. Falls ihr, liebe Zuhörer, noch Ideen habt, Vorschläge, welche Weingüter ich beim nächsten Mal besuchen soll, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare.
und schaut auf jeden Fall auf der Website vom Weingut Hiedler vorbei. Auch bei Facebook, ihr seid auch bei Instagram. Genau. Und abonniert das Ganze und gebt mir eine positive Bewertung bei iTunes. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.